Test Schwaben mal wieder Kategorie Youngtimer für wenig Geld, für unter 1000 Euro. Ja, allerdings mit sehr viel Arbeit verbunden. Dieser schöne VW Golf CL aus dem Jahr 1989 mit 179.000 Kilometer und Automatik. Dieses Fahrzeug hat eine 4-Stufen-Automatik, wenn man hier sieht. Ein relativ schönes Fahrzeug, ein CL mit 4-Speichen-Lenkrad und schicken Volkswagen-Alufelgen bezogen auf Fulda-Progression-Reifen. Ja, ein schönes Auto, allerdings Lackarbeiten sind hier notwendig. Der Wagen ist ziemlich stumpf und hat auch eine riesen Delle an der Fahrertür. Hier fehlt auch die komplette Zierleiste. Man sollte das Fahrzeug herrichten, zumindest den vorderen Kotflügel, die komplette Seite sollte man lackieren, dann die Motorhaube irgendwie auch lackieren, dann, ja, Möglichkeiten gibt es hier. Ist ein sehr schönes Fahrzeug, sonst dieser Golf 2 hat auch erst 179.000 Kilometer. Die Technik ist soweit okay, Reifen sind auch noch gut, die Vorderreifen haben hier etwa noch 80% an Profil, schicke Alufelgen gibt es dazu, ein wunderschönes Fahrzeug. Dieses Auto gefällt mir sehr gut, die Kilometerlaufleistung, wie gesagt, ist für einen Golf 2 recht wenig. Die meisten Golf 2 haben da schon über 200 bis 300 und mehr Kilometer. Dieses Fahrzeug ist ein sogenannter 70 PS Golf. Ein, wie gesagt, CL aus dem Jahr 89 zur Historie. 1983 kam der Golf auf den Markt. Dann 1987 gab es das große Facelifting. Da wanderten die Seitenspiegel nach vorne. Der Dreiecksteg entfiel. Und auch der Kühlergrill wurde etwas verändert. Es wurden Kleinigkeiten gemacht. Das Fahrzeug hat Extras, wie gesagt, Alufelgenradio Beta, funktionsfähig. Er hat sehr schöne Innenausstattung mit guten Sitzen. Auch hier alles in Ordnung noch. Er hat keine Schäden im Innenraum, auch keine abplatzenden Türpappen oder hängenden Dachhimmel. Also innen wurde das Fahrzeug relativ gepflegt, nur außen sieht er halt aus wie die Sau. Hier muss man deutlich lackieren. Wie gesagt, am besten das komplette Auto irgendwie günstig lackieren. Das Fahrzeug gibt's. Solche Fahrzeuge werden für 700 Euro schon angeboten, 500 bis 700 Euro. Der kostet, glaube ich, 750 Euro. Dann muss man ja schon noch relativ, wenn man einen guten Lackierer an der Hand, mit 1.000 bis 2.000 Euro rechnen. Schon heftig. Aber dieses Fahrzeug, wie gesagt, ist funktionsfähig. Ein richtig schönes Fahrzeug, auch als Winterhure sehr gut geeignet. Ja, zu den Stärken und Schwächen Golf 2 sind hinlänglich bekannt. Golf 2 gilt als recht solides Auto. Es gibt ihn mit 55, mit 70, mit 90 PS. Es gibt natürlich den 112 PS, gibt natürlich den GTI, den GTD, den normalen Diesel mit 54 PS. Wir haben hier den meistverkauften Golf mit etwa 70 PS, 1,6 Liter Hubraum. Stärken, ja, die Stärken, tolle Rostvorsorge, also wirklich extrem gute Rostvorsorge, auch wenn das Fahrzeug nicht voll verzinkt ist, rosten die Golf selten, die haben dicke Wachskonservierung, solide, unheimlich gute Motoren, ja, dann ein sehr bequemer Innenraum mit viel Platz vorne wie hinten, solide Technik, das Auto ist technisch, wie gesagt, meist immer okay. Gutes Fahrwerk, hervorragender Komfort, ein Auto, das einfach zeitlos ist. Ein Golf 2 heute noch zu kaufen in diesem Zustand ist nicht selten. Die Fahrzeuge sind oft gepflegt. Ja, zu den Schwächen. Ja, die Schwächen oftmals, ja, zustandsmäßig sind sie nicht immer perfekt. Minuspunkte, Abgasanlage, man sollte die Vorderachse überprüfen, genau die Tragegelenke, die sogenannten Gummilager im hohen Alter. Diese Achsmanschetten sind häufig eingerissen. Dann Ölverlust hin und wieder am Motor und Getriebe. Dann natürlich beim hohen Alter auch Rostansätze am Unterboden. Die Abgasanlage, wie gesagt, ist häufig defekt beim Golf 2. Wärmetauscher-Geschichten.
Insgesamt gilt der Golf 2 aber als solider Gebrauchter und bekommt von uns 4 von 5 Sternen und ein sehr empfehlenswert.